Moin moin, meine lieben Leute, seichten Katzenunterhaltung. Ja, heute war es völlig anderes. Ich meine, Pünktchen, die Katze, die ich von einer sehr guten befreundeten Familie übernommen habe, weil die Familie leider Gottes auseinandergebrochen ist. Kinder und Tiere sind in diesem Aspekt die Leidtragenden und da ich bei dieser Familie, wie gesagt, lange befreundet bin und ich habe das hab Pünktchen schon häufiger ja in besagter Familie gesehen und sie hat mir, ja, imponiert. Sie hat einfach ein paar verrückte Aktionen gebracht. Ich war zum Beispiel bei dem besagten Freund eines Tages, wo er dann halt sein Garagendach mit Bitumen neu bestrichen hat oder zumindest beschädigte Stellen bestrichen hat. Und dann kam Roland Pünktchen übers Garagendach angetrappelt, genau in die Scheiße reingelatscht und ja, da ist natürlich eine extreme Säuberungsaktion dahinter. Helmui. Ja, Pünktchen hat, was hat Pünktchen für Eigenschaften? Sie ist eine wunderschöne europäische Kurzhaar. Leider konnte es auf meiner beschränkten Kamera zu nicht genau drauf. Sie schnurrt sehr, sehr laut. Hat ein wunderschönes, ja, weiches Fell. Ihre Mutter ist eine Perser-Kurzer, europäisch-Kurzer Mischling. Sie hat noch ein Viertel davon drin. Ja, sie ist jetzt 4 Jahre alt. Ich rede nur in menschlichen Jahren, also was ich von ihr weiß. Sie ist auf jeden Fall kastriert. Ich war auch schon mit ihr beim Tierarzt. Hab einen sehr guten Tierarzt bei uns hier im Norden. Ich sag mal so, der Tierarzt Tepe, für die, die hier aus ostfriesischen Raum kennen, kennen ihn wahrscheinlich, kann ihn definitiv nur empfehlen. Pünktchen war auch schon mal da. Weil Pünktchen ist ja so unglaublich geil, seit sie bei mir lebt. Ich habe mit ihr schon so einiges Krasses durchgemacht. Ich habe ja den hier, den meinen erlöten Finger verloren. Halbes Jahr, wie sie bei mir lebte, hat sie, jetzt muss ich mal schauen, ja, sie gerade am Putzen ist, auf der, genau auf der linken Seite, also ihre linke Vorderpfote, hat sie vor einem halben Jahr ihre Kralle verloren. Sie kam hier stark blutend bei mir in der Wohnung wieder an. Ich bin echt total, boah, das war für mich echt pervers, ich bin fast hier also ich war sehr, sehr emotional aufgewiesen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also meine Mutter angerufen, meine Eltern angerufen, weil meine Eltern haben einen Bauernhof gehabt und etc. Sie wissen, mit Tieren auszukennen. Jetzt rede ich wieder sehr schnell, sehr aufgeregt. Und was mache ich denn da? Ja, du hier und bababum, keine Ahnung, Kalle, mach dir keine Sorgen, läuft schon. Alles im grünen Bereich. Gut. So, die Kralle ist mit ihrem Wurzel gezogen worden und deswegen sind Pünktchen und ich so von dermaßen gleich auf diese Art und Weise. Sie hat auch einen sehr liebenswürdigen Charakter. Sie ist, wie gesagt, wie soll ich sagen, sie ist sehr, sehr flippig, aufgeweckt und sehr liebenswürdig. Das geilste Gefühl, das geilste, was ich mit ihr erlebt habe, ist, das ist jetzt ungefähr vor Monat, 2 Monaten passiert, ist sie halt normal am Kraulen gewesen und nahm wieder meine Arm wieder weg. Auf einmal greift sie mit ihren beiden Vorderpfoten nach meinem Arm und da war ich den Tränen doch relativ, denk so, scheiß, fick die Henne an. Die hat halt meine Hand wieder zu sich hingezogen, kurzzeitig umarmt, mich nur angeschaut und dann, ja, ne. Ist ein Helmut-Business-Card. Ja, und jetzt seit 3 Wochen jetzt ungefähr habe ich eine zweite Katze übernommen. Ich hoffe, die euch gleich zeigen zu können. Ich muss kurz schauen, wo sie ist. Sie nennt sich jetzt Schneider. Ist auch eine europäisch Kurzhaar. Auch aufgrund guten Freund. Er konnte die Katze nicht mehr halten, weil er offshore arbeitet. Und ich habe gesagt, ja, ich übernehme das Tier. Ich habe auch die Möglichkeiten. Ich habe auch Geld, ich kann nicht mir das leisten. Ich habe auch persönliche Erfahrungen mit Katzen, insbesondere mit europäisch Kurzhaar. Ich will mal kurz dafür anbringen, 1991, mit dem 11. 10. Lebensjahr, Bauernhof, so Aspurenkind. Ne? Ja, was machst du so in deiner Freizeit, beziehungsweise wenn du jetzt hier sagen wir schnell, Sommerferien hast? Mal ein paar Mal so, jo, du gehst mal zu den Bauern und gehst mal arbeiten, lern mal, was Sache ist. Geh mal arbeiten. Jo, gehst du arbeiten
und dann sehe ich da eine wunderschöne Katze rumflitzen. Keine Ahnung, die kam auf mich zu und das hat irgendwie gepasst so. Und dann meinte dann halt der Bauer, meinte zu mir so, du, wenn ihr fertig bist mit Arbeiten, ist es deine Katze. Ja, mach mal so. Ja, und so habe ich damals, war die erste Katze an meiner Seite. Ich hatte zum Beispiel auch die Ausdrucksweise, es ist meine Katze. Ich sage es ganz gerne, oder ich möchte es ganz gerne ausdrücken, es ist das Tier, was mir gegeben worden ist, was an meiner Seite lebt. Und wie gesagt, Pünktchen ist nach längerer Zeit eben halt die nächste, die erste, die wieder bei mir lebt. Na du? Wie gesagt, sie ist ein wunderschönes Weibchen. Wie gesagt, kastriert, ist alles entwurmt, alles natürlich drum gekümmert, alles im grünen Bereich. Entweder schläft sie oder Schneider pennt bei mir im Bett. Ich muss sagen, ich fühle mich auch sehr wohl, jetzt wo ich gerade zwei Katzen habe, weil da fühlt man sich so, oh, mir kann nichts passieren. Ich habe zwei Scouts hier, zwei Aufklärer, kann mir nichts passieren. So, ich mache jetzt erstmal kurz einen Cut, ich suche mal kurz eine Runde Schneider, wo er so eine Runde rumtüdelt und dann machen wir weiter mit dem Video. So, doch wieder wie versprochen, der erste große Kollege. Na du, Schneider? Ja, erstmal schnüffeln, erstmal tüdeln. Ja, ich habe gerade Abendbrot gegessen und da hängt natürlich nun einiges an Gerüchen dran. Nun darf ich euch vorstellen, den großen Mann hier im Haus. Er hat auch ein äußerst wunderschönes Fell, äußerst weich, was auch bei einer europäisch Kurzhaar sehr, sehr überraschend selten weich ist. Er ist 7 Jahre, aber jetzt nach Katzen, ich weiß es von dem Vorbesitzer, wie gesagt von meinem Freund, dem Schneider vorher gehört hat. Und wie gesagt, die Katzen, die an meiner Seite leben, die behalten ihren Original. Ich finde es so beschissen, einen Tier umzubenennen. Egal. Wie gesagt, das ist jetzt Schneider. Er lebt nun seit drei Wochen bei mir. Ja, ich vertüle mich halt ein bisschen. Er ist ein Männchen. Beide Ohren sind tätowiert. Hat jetzt, ich weiß nicht, ob er einen RFID oder einen MVT-Chip drin hat. Er hatte jetzt vor einem halben Jahr hatte jetzt eine, jetzt wie heißt es nochmal hier, OP an seinem, ich glaube, er hatte Urinschein gehabt. Da muss ich mich nochmal nachfragen. Da kommt mein Freund, also dem die Katze gehörte, ursprünglich, der kommt nochmal vorbei. Da habe ich noch ein paar Informationen über ihn erhalte. Er hatte halt Probleme mit dem Urinstein. Er muss eine Menge trinken, kriegt auch spezielles Futter. Ist aber vom Charakter her scheiße neugierig, unglaublich neugierig. Also meine Schränke hier, egal wo was ist, er nimmt die auseinander. Ja, was hat er? Öffnet die Türen. Mein Kleiderschrank ist auch sehr schwer zu öffnen. Es sind schwergängige Türen. Und er kriegt sie auf. Ihr glaubt gar nicht, wie kraftvoll Katzen sind. Selbst Pünktchen als 4 Kilo. Leichtpanzer-Variante ist äußerst kraftvoll, sehr, sehr kraftvoll. Ja, und ich persönlich habe auch so eine absolute perverse Abneigung gegen diese. Wie gesagt, jetzt müsst ihr eure Kinder bitte mal aus dem Raum raushalten, weil ich fluche sehr gerne, ich bin äußerst aggressiv. Ich hasse diese abgefuckten Wichser, diese Menschen, nicht alle, aber einige, die meinen mit ihren hochgezüchteten, ja, sieht so geil aus, fucking krassen Tieren posaunen müssen. Es gibt so krasse Rassenkatzen, opala, wo ich teilweise so denke, sag mal, was soll diese Perversion, was soll diese Fehlentwicklung, wieso greifen wir Menschen da rein? Wie gesagt, diese beiden Tiere, die an meiner Seite leben, das sind europäisch Kurzhaar, quasi der indirekte Nachfolger, ich glaube, ein bisschen blöde, der normalen Wildkatze. Für mich persönlich, die Hauskatze oder europäisch Kurzhaar, da scheinen sich auch wieder um die Geister, sie sind charakterlich so aus und dermaßen, wir verfolgen sie mal ganz kurz, ich muss wieder Licht anschalten, sie sind charakterlich, wie soll ich sagen, hoppala, äußerst wild, äußerst unberechenbar, sie sind, keine Ahnung, sie sind aber wunderschön. Ja. Uah. Hoppala. Ja, er hat die Eigenschaft, mir definitiv über die Füße zu laufen. Und ey, das tut teilweise echt weh. Der ist schwer, der Große.
Ja, das Licht wird wahrscheinlich nicht wirklich ausreichen. Aber so viel dazu. Ja, ich bin halt Freak, Nerd und ich liebe Katzen, aber unbehandelte, normale Katzen. Weil, hey, da draußen Tüten. Egal, Jacke wie Hose. Das war nur mal halt so mein kleines Update in der Uhr. Nicht schon wieder. Hängen so ein bisschen tief. So ein bisschen tief. Und so viel dazu erstmal. See you later und macht es besser wie ich.